Das schöne erste Sahnehaus mit Mietern und ich ahne Graus, kommt von dem Gesindel durch Geisterhand, wie als mutig furzend bei Durchfall ohne Windel. Antagonismus stoß mir gegenüber zum Verdruss, beruhend herrührend aus Vermieterrichtung. Genießbar wie Banane mit Weinbrindel und gibt gar kein Sinnbild, wie die Mieter schaut aus dem Haus heraus, ein Ex-Knast-Schlüsseldiener, Vorzeige-PKL-therapierte Brüllton-Josina, haarkürzend im Umgang gefasst, die Mieter mit der Wirkung einer Placebo-mäßigen. Uff, ah, nette. Danke und bekommen gereicht eine Antischmerztablette, als bei einer hausinternen Wohnungsübergabe die frisierende Häslette ohne Schonung mich betrog. Ich davon trug diese Narbe, nach dem Schlucken der Vergabe, vertraut in umgänglichen Versprechen zu behalten, musste ich dann doch unter schmerzlichen Gebrechen Kinderhaus, Schaukel, Carport und mein botanisches Interesse abbrechen, um zu erreichen einen Nullpunkt nach vermieterlichen Interessen, um das Verhältnis nicht zu schwächen. Knallt mir in die fressige, hetzige Stresse des Vermieters durch diese verräterische Zeckenpetze als Zeche. Alsbald gesinnt mich dann mit einer geschmierten Zimmermannsbeschwerdebriefkladde kühnerweise auseinandersetzte, was mich innerlich wieder zerfetzte. Es wäre ein Schaudergraus, meine Hühner kacken und deren Hund macht sich einen Schmaus daraus. Um nicht zu trügen, hatte ich anschließend das Vergnügen, mich mit der präsentierten Missgunst zu betrüben. Der innerlichen Diskussion, um das aus vollen Zügen meine Hähne zusätzlich das morgendliche Krähen beginnen zu üben. Bin ich dann von Frust mit einer Axt und durch Traurigkeit getrieben, um meinen Hühnern eine verspätete Abtreibung zu vollziehen und den Kopf abzuhieben. Mit dem Gedanken verblieben, dass das Babyklappensystem leichter und human vertretbarer wäre, um abzuwiegen. Sicherer Behutsamkeit chauffiert, meine Hühner zwar ungefragt in einem sicheren Umzugskarton auf dem Bauernhof platziert, serviert und vermag dem Schicksal überlassen, ein neues Leben zu kriegen, musste ich mich nach dem leichten Gefühl des Siegen durch Facebook-Posts erneut dem Hass meiner Nachbarn anpassen. Ich konnte es nicht fassen, als mein Nachbar möchte gern brüllturmmäßig vor meiner Tür Schattenboxer tätig seine Energie anfängt zu verprassen. Kann ich dem gelassen entgegensehen, ob Babyklappe oder Tod durch Abtreibung in der Diskussion zu erwähnen, vor diesem Haus stehen und kann, ohne mich zu quälen, die Tassen der anderen Mieter in ihren Schränken zählen.